Herzlich willkommen bei der DHK Medizinakademie Karlsruhe. Mein Name ist Alexander Graut. Ich arbeite als Kinderarzt im Städtischen Klinikum Karlsruhe und werde Ihnen jetzt im Folgenden über einen ganz besonderen medizinischen Dienst, den wir in Karlsruhe anbieten, berichten, nämlich der Neugeborenen Notarztdienst Hilfe für die Kleinsten. In den 70er Jahren gab es eine sehr hohe Sterblichkeit an frühen Neugeborenen, weil diese eben an Orten geboren wurden, wo keine weitere medizinische Versorgung möglich war. Und so etablierte in den 70er Jahren, ganz genau 1974, die Björn-Steiger-Stiftung den Neugeborenen Notarztdienst als Pilotprojekt mit einem Fahrzeug, das Sie hier heute als Oldtimer betrachtet, sehen können. Das waren die Anfänge und in den nächsten Jahren gab es zahlreiche Entwicklungen. Und wenn wir das mal auf heute beziehen, dann würden Sie ein solches Fahrzeug unter Umständen sehen können, also ein voll ausgestattetes Rettungsfahrzeug im Wert von mehreren 100.000 Euro. Ich möchte Ihnen jetzt im Folgenden einen historischen Abriss geben, wie sich dieser Dienst in Karlsruhe entwickelt hat. Das Ganze begann 1978, zeitgleich mit der Eröffnung der Kinderintensivstation der Kinderklinik am Durlacher Tor, wurde der erste Transportinkubator besorgt und in Dienst gestellt. Und wenn man die damalige Einsatzzahl entnehmen aus dem Pressebericht in den Badischen Neuesten Nachrichten, dann stellen wir fest, dass wir in den ersten Monaten alle 2,6 Tage einen Einsatz hatten. Jetzt stellt sich die Frage, wie hat sich die Einsatzzahl weiterentwickelt? Und wenn wir das heute betrachten, beispielsweise einen Zeitraum von diesem Jahr, da kommen wir nahezu auf die gleiche Einsatzzahl. Dazwischen hat sich allerdings sehr viel getan. Seit 1978 bis weit in die 90er Jahre hinein bediente unser Neugeborenen Notarztdienst insgesamt 13 verschiedene Geburtskliniken, angefangen von Achern und Bühl im südlichen Teil bis hin zu Bretten im nordöstlichen und Bruchsal im nördlichen Teil des Landkreises. Und es gab sogar das Einsatzspektrum, das sich bis in die Südpfalz hinzog. Ziel war aber in jedem Fall immer die Kinderklinik Karlsruhe am Durlacher Tor. Nachdem dieses System so ablief, dass eben ein Rettungswagen den Inkubator und das Team aufnahm, hat sich herausgestellt, aufgrund der steigenden Zahl von Fahrten, wir sprechen hier von fast 500 pro Jahr, wurde die Entscheidung getroffen, das Ganze als Kompaktsystem zu etablieren. Es wurde ein Fahrzeug beschafft, ein VW-Kombi damals, und auch das können wir aus der Presse entnehmen, wie dieses Fahrzeug, das zum damaligen Zeitpunkt 80.000 Mark kostete, in Dienst gestellt wurde. Für diesen Preis bekommen wir heute nicht mal mehr einen halben Inkubator. Das System hat sich sehr gut in Karlsruhe etabliert. Es gab aber auch einige Rückschläge. Beispielsweise sollte ein Gutachten bewirken, dass dieses Fahrzeug aus Kostengründen wieder abgeschafft werden sollte. Aber der medizinische Sachverstand und die Vernunft hat sich Gott sei Dank durchgesetzt, sodass auch dieser Dienst mit steigenden Einsatzzahlen erhalten werden konnte. 1992 gab es erneut ein neues Fahrzeug. Das war dann auch das letzte Fahrzeug, das tatsächlich in diesem System beschafft wurde. Das war ein VW-Bus. Die Besonderheit war in diesem Fall ein quer zur Fahrtrichtung eingeschobener Transportinkubator mit Beatmungsgerät. Dieses Fahrzeug wurde allerdings im Jahr 2008 aufgrund zahlreicher Mängel und Reparaturbedürftigkeiten außer Dienst gestellt. Ab diesem Zeitpunkt änderte sich das System organisatorisch in Karlsruhe. Es war ab sofort so, dass wir einen der beiden sowieso schon vorhandenen zusätzlichen Transportinkubatoren, sehen Sie hier auf dieser Seite, nutzten, indem wir wieder ein Rendezvous-System einrichteten. Das heißt, auf Einsatzanforderungen hin schickt die integrierte Leitstelle einen Rettungswagen, der Inkubator wird mit Team eingeladen und rückt eben zum Einsatzort aus. Wenn Sie mal die Technik betrachten, dann werden Sie sehen, dass wir hier durchaus noch eher die 70er und 80er Jahre repräsentieren. Und es war einfach 2011 nicht mehr zeitgemäß, denn in ganz komplizierten Fällen mussten wir eben so ausdrücken und da war keinerlei Sicherheit mehr für Team und Fahrzeugbesatzung geboten. Mittlerweile mussten wir auch teilweise im Dienst dieses Gerät selbst wieder in Gang setzen, damit es überhaupt einsatzklar war. Deswegen kam eine sehr große Zäsur im Jahr 2011, als wir den ersten der beiden neuen modernen Transportinkubatoren zur Verfügung gestellt bekamen.
Hier sehen Sie einige Details. Dieser Transportinkubator besteht aus einer Wärmeeinheit. Das heißt, wir können hier bis zu 38 Grad Innentemperatur heizen. Da könnten wir auch ein extrem Frühgeborenes sicher transportieren. Ferner ist auch ein modernes Intensivbeatmungsgerät verbaut, sodass wir unterwegs praktisch eine Intensivtherapie fortführen können, wie wir sie auch in der Klinik tun. Aufgrund der steigenden Fallzahlen mussten wir auch einen zweiten Transportinkubator erwerben. Das war dann im Jahr 2013. Der ist prinzipiell gleich aufgebaut. Also auch wieder bestehend aus einer Wärmeeinheit, aus einem Beatmungsgerät, aus einem Überwachungsmonitor, aus Spritzen, Pumpen, allem Zubehör, was man eben neonatologisch, intensivmedizinisch benötigt. Auch hier die Indienststellung wurde seitens der Badischen Neuesten Nachrichten begleitet und es war einen sehr informativen Pressebericht wert. Beschaffungskosten lagen hier bei ungefähr 75.000 Euro. Warum machen wir das Ganze denn? Wieso bieten wir diesen Dienst an? Wir machen das natürlich, weil wir das wollen, weil wir für die Sicherheit der Neugeborenen in Geburtskliniken, die unerwartet krank werden, eine Sicherstellung haben wollen. Aber wir machen es auch, weil wir es tatsächlich müssen. Es gibt eine rechtliche Grundlage, eine Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses, die eben festlegt, dass ein Perinatalzentrum Level 1, also eine Kinderklinik der höchsten Versorgungsstufe für frühe Neugeborene, eben ein solches System vorhalten muss. Mehr sagt dieser Beschluss nicht, wie man das ausgestaltet, obliegt der Klinik und dem örtlichen Rettungsdienst. Und da haben wir eine sehr gute Kooperation in Karlsruhe. Es gibt auch ein Rettungsdienstgesetz in Baden-Württemberg, das eben verschiedene Dinge regelt, unter anderem die Hilfsfrist, wie schnell man an einem Einsatzort sein muss. Das trifft jetzt aber in diesem Fall nicht zu, weil der Patient ja schon aus einer Klinik kommt und dort eine Vorversorgung bekommen hat. Dennoch versuchen wir natürlich schnellstmöglichst zum Einsatzort zu kommen, wenn ein Notfall vorliegt. Was holen wir denn für Kinder ab? Für die wirklich sehr hohe Qualität der Geburtshilfe in Karlsruhe spricht, dass wir nahezu ausschließlich reife Neugeborene und normalgewichtige Neugeborene abholen, die eben unerwartet im Rahmen um die Geburt herum oder in den ersten Lebenstagen so erkranken, dass sie der Hilfe der Kinderklinik bedürfen. Der Dienst ist nicht dafür gedacht, um irgendwelche planbare Risikogeburten oder Frühgeburten in einer reinen Geburtsklinik zu machen, die man anschließend abholen muss. Beispielsweise holen wir Kinder ab, die eine schwere Gelbsucht entwickeln, Neugeborene, die in den ersten Lebenstagen so schlecht trinken, dass sie nicht entlassfähig sind und in die Kinderklinik zur Infusionstherapie verlegt werden müssen. Oder, und das sehen Sie ja fettgedruckt, das sind eigentlich unsere häufigsten Einsatzstichworte, Neugeborene haben eine Unterzuckerung, brauchen eine Infusion. Neugeborene entwickeln eine Infektion, beispielsweise, weil die Mutter einen vorzeitigen Blasensprung unter der Geburt hatte. Oder wir holen Kinder ab, die nach einem Kaiserschnitt eine Atemanpassungsstörung haben und eine Atemhilfe über Stunden bis Tage benötigen. Sehr selten, Gott sei Dank, holen wir auch mal Kinder ab, die bis zu diesem Zeitpunkt eine vitalbedrohliche Fehlbildung aufweisen, beispielsweise einen Herzfehler oder eine Zwerchfelllücke. Sie haben vorhin die Grafik gesehen, wo ich Ihnen gezeigt habe, dass wir bis in die 90er Jahre hinein 13 Geburtskliniken bedienten. Mittlerweile sind es tatsächlich nur noch die beiden Verbliebenen in Karlsruhe und das Klinikum in Bruchsal. Im Einzelfall leisten wir auch mal überörtliche Hilfe bis in die Pfalz hinein oder nach Pforzheim, aber das sind tatsächlich Einzelfälle. Wie läuft denn jetzt so ein Einsatz ab? Wenn eine Geburtsklinik einen Notfall meldet, dann nimmt dieses Telefonat der diensthabende Kinderarzt auf der Intensivstation entgegen. Er notiert sich das, informiert die integrierte Leitstelle. Zeitgleich stellt er sein Team zusammen, das eben mit Notfallrucksack, mit Inkubator ausrückt. Die Leitstelle schickt den nächsten freien Rettungswagen und dieses Team rückt dann gemeinsam zum entsprechenden Einsatzort aus. Sehr interessant ist die Entwicklung der Fallzahlen. Es gibt leider keine wirklichen Aufzeichnungen mehr aus den Anfangszeiten, außer das, was ich Ihnen im Pressebericht gezeigt habe. Ich weiß aus mündlichen Angaben, dass wir bis zu 500 Einsätzen in den 80er Jahren noch hatten. Verlässliche Zahlen gibt es tatsächlich ab Mitte der 90er Jahre. Und auch da gibt es eine klare Zäsur, wo die Einsatzzahlen stark abgenommen haben. Seit dem Jahr 1995 gab es in der alten Frauenklinik des Städtischen Klinikums eine kleine Intensivstation, eine zusätzliche Intensivstation mit 5 Plätzen. Und ab diesem Zeitpunkt konnten nahezu alle Risikoschwangeren und Frühgeburten
eben im städtischen Klinikum entbunden werden und dieser auch teilweise gefährliche Transport fiel tatsächlich weitgehend weg. Dementsprechend sind die Fallzahlen Mitte der 90er Jahre bis zur Eröffnung der Kinder- und Frauenklinik 2003 deutlich abgefallen. Das soll hier dieser zweite Pfeil zeigen. Wir sprechen 2003 noch ungefähr von 100 Fahrten. In den nächsten Jahren haben wir, hier sehen Sie eben diesen steilen Abfall, der eben mit der Strukturänderung in Karlsruhe übereinstimmt. In den nächsten Jahren war es tatsächlich so, dass die Einsatzzahlen sukzessiv wieder ansteigen. Wir sind derzeit ca. 140 bis 160 pro Jahr mit leicht steigender Tendenz. Da gibt es keine eindeutige Begründung dafür. Sicher ein Grund ist, dass die Geburtenzahlen auch in den Geburtskliniken zugenommen haben in Karlsruhe, eben auch deswegen, weil andere Landkreiskliniken ihre Geburtsabteilungen geschlossen haben und es so zu einer Verlagerung ins Stadtgebiet gekommen ist. Aktuell liegen wir bei 105 Einsätzen, Stichtag 31. August 2020. Ich bin mal gespannt, wie sich die Zahlen entwickeln, aber mutmaßlich ähnlich wie vorher. Ja, wenn man so die Einsätze ein bisschen charakterisieren mag, dann wird man sehen, dass tatsächlich mehr als 2/3 der Einsätze unter der Woche stattfinden, Montag bis Freitag, aber tatsächlich doch fast 30% am Samstag und am Sonntag. Also da gibt es irgendwie auch einen Schwerpunkt am Wochenende. Die meisten Einsätze, etwas mehr als die Hälfte, finden in der Kernarbeitszeit statt, wo man auch die volle Besetzung der Teams hat. Etwa knapp die Hälfte findet im Spätnachtdienst statt, aber auch das können wir problemlos bedienen. Wenn wir mit Sonderrecht ausrücken, also mit Blaulicht und Martinshorn, dann bedeutet das immer, dass eine vitale Bedrohung des Neugeborenen vorliegt. Und das passiert in etwa der Hälfte der Fälle. In der anderen Hälfte der Fälle sind es noch planbare Verlegungen, die eben ohne Sonderrechte durchgeführt werden können. Die allermeisten Einsätze, fast 90%, finden im Stadtgebiet Karlsruhe statt. Dementsprechend haben wir auch sehr kurze Anfahrts- und Ausrückzeiten. Die restlichen Einsätze verteilen sich eben in die Kliniken außerhalb von Karlsruhe. Und die Hausgeburt, die wir auch auf Anforderungen hin bedienen werden, ist die absolute Rarität. Es war dieses Jahr gerade mal eine. Interessantes, und da kann ich Ihnen tatsächlich auch keine Erklärung geben, es sind statistisch deutlich mehr Jungen betroffen als Mädchen. Und auch wenn ich die Fallzahlen von 2020 bringe, das war in den Vorjahren nicht anders. Also Jungs scheinen anscheinend nach der Geburt etwas empfindlicher zu sein. Knapp die Hälfte transportieren wir auf die Intensivstation, was eben auch dafür spricht, dass die Kinder doch mindestens mal mittelschwer bis schwer erkrankt sind. Und der restliche Teil kann auf eine Normalstation aufgenommen werden. Sieht man auch hier nochmal, wenn man so den Schweregrad von 1 bis 6 deklariert, dass Schweregrad 2 und 3, also leicht erkrankt bis mittelschwer schwer erkrankt, doch den absoluten Anteil ausmacht. Interessant ist allerdings der Anteil der Kinder, die eine Atemhilfe oder gar eine Beatmung benötigen. Das sind knapp 40%. Und das sind wirklich die Kinder, auf die man sehr sorgfältig achten muss und die auch eine sehr intensive Behandlung schon während des Transportes eben benötigen. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, möchte ich Ihnen vielleicht noch ein klein bisschen was über Einsätze abseits der Routine erzählen. Ich habe Ihnen ja vorhin schon gesagt, dass der Dienst etabliert ist, um eben in Geburtskliniken bei unerwarteten Notfällen Hilfe zu leisten. Aber selbstverständlich stehen wir auch dem Rettungsdienst dahingegen zur Verfügung, wenn es zu einer ungeplanten Hausgeburt kommt, die komplikationsbehaftet ist. Auch dann rücken wir eben als Team aus und arbeiten mit dem Rettungsdienst vor Ort zusammen. Exemplarisch zwei Beispiele. Hier gab es vor einigen Jahren eine ungeplante Hausgeburt im Südwesten von Karlsruhe. Es handelt sich um ein Frühgeborenes, etwa 6 Wochen zu früh geboren, etwa 2 Kilo schwer. Und die besondere Herausforderung für das Team war, dass das Frühgeborene bereits von den Angehörigen auf die Straße gebracht wurde. Und da muss man dann tatsächlich improvisieren. Der Einsatz lief sehr gut ab. Das Kind hat nach etwa 3 Wochen die Klinik gesund verlassen. Ein zweiter Einsatz, der mir auch sehr gut im Gedächtnis geblieben ist, war eine Geburt aus Beckenendlage auf der Straße, Höhe Waldstadt. Und jeder, der vorbeigefahren ist, wird ganz irritiert geguckt haben, dass da 2 Rettungswagen und 2 Notarztfahrzeuge auf der Straße stehen mit einem Transportinkubator. Die Leute haben sicherlich einen Unfall erwartet. Weit und breit war natürlich keiner zu sehen. Es war nämlich kein Unfall. Aber wir mussten das Kind ja irgendwie von einem Fahrzeug zum nächsten bringen. Aber auch dieses Kind hat den Einsatz hervorragend überstanden und konnte nach wenigen Tagen gesund entlassen werden. Wir brauchen für diesen Dienst ein
gut ausgebildetes und motiviertes Team und Motivation findet auch nur gut statt, wenn die Laune gut ist. Und meine Kollegen haben sich mal einen Spaß erlaubt und haben mich mal so beim Dienst begrüßt, indem sie eben ein alternatives Baby im Transportinkubator präpariert haben. Es handelt sich hier um eine Sprudelflasche mit Atemhilfe. Ich habe mich damals sehr darüber gefreut und habe gesehen, dass ich da ein gutes Team habe und wir können dann sehr, sehr guten, qualitativ hochwertigen Dienst in Karlsruhe anbieten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe mir was geleistet. Ich habe die Shopping-Saison eröffnet mit neuen Ohrringen. Ich habe mir das neueste Modell gekauft. Mädelsklasse. Aber schaut mal her, wie es bei mir blinkt und blitzt. Oh. Et voilà. Ganz egal, ob selbstgenähte Community-Maske, Mund-Nasen-Schutz oder Atemschutzmasken. Nur der richtige Umgang hilft. Wir zeigen, wie es richtig geht. Vor dem Anlegen die Hände waschen. Maske nur an den Bändern anfassen, vors Gesicht halten und beide Bänder hinter die Ohren ziehen. Nun den Nasenbügel der Maske, falls vorhanden, fest andrücken. Zum Schluss noch die Maske über das Kinn ziehen und erst jetzt die Brille aufsetzen. Während dem Tragen darauf achten, die Maske nicht zu berühren, keinesfalls unters Kinn zu ziehen und später wieder vor das Gesicht zu bringen, die Maske nach 3 bis 4 Stunden zu ersetzen, bei Durchfeuchtung früher. Die Maske ausziehen. Beide Bänder gleichzeitig mit den Händen nach vorne ziehen, dabei aber nicht einatmen. Benutzte Masken sofort entsorgen und nicht herumliegen lassen. Und danach, wie immer, die Hände gründlich mit Seife waschen. Bleibt gesund!